dein erstes richtiges Frühjahr und dann auch gleich bei der 100. Runde von Flandern in der Spitzengruppe. Wie fühlt sich das an? Ja, es fühlt sich natürlich super an. Also hätte ich mir vorher nicht gedacht, dass ich erstmal bei der Runde dabei bin und dann noch in der Spitzengruppe oder so lange im Rennen noch mit entscheidend dabei bin. Und ja, war schön für mich. Und es wurde gesagt, wenn große Mannschaften gehen, dann sollen wir mitfahren. Und nach Hahuk ging dann, ich weiß, ich war im Lehberg, glaube ich, fuhr dann André die Attacke. Ja gut, André ist ein guter Trainingspartner von mir. Und ich habe mir gedacht, wenn der losfährt, da ist ein Fuchs in solchen Sachen, dann fährst du mal lieber mit. Ja, und von daher haben wir auch direkt gut harmoniert zusammen und die Lücke schnell geschlossen nach vorne. Und gut, dann kamen noch zwei, einer von Astana und einer von Vanti. Von daher war es relativ gut für uns. Ja. Du hast dann sogar noch mal arbeiten können, als du nachher in der Favoritengruppe, wo auch Alexander Christoph drin war. Woher nimmst du die Kraft? Ja gut, das war von Anfang an unsere Taktik, dass ich, wenn ich von vorne wieder komme, dass ich noch was fahren kann. Und zu dem Zeitpunkt am Theinberg ging es mir gar nicht mehr gut, da haben die Beine mal kurz zugemacht. Aber ich konnte mich ja ein bisschen erholen, in dem, wo ich mich zurückfallen lassen habe. Und ja, wo Alex dann von hinten kam, waren dann die ganzen Favoriten halt auch mit in der Gruppe. Und ja, dann habe ich versucht, nochmal wirklich die bis zum Quaremont bestmöglich zu unterstützen. Und ja gut, dann war der Akku leer. Musstest du kurz gucken, als Sagan und Kwiatkowski und Van Marke da alleine von hinten kamen? Ja gut, ich hatte die Ansage bekommen, dass ich halt so lange warten muss, halt bis Alex kommt. In dem Zeitpunkt sind halt gerade die zwei Gruppen zusammengeschlossen, von daher war es ganz gut für uns. Ja gut, Sagan war halt heute extrem stark, hat zweimal attackiert und wenn man sieht, wie der Radfährt, da ist schon Wahnsinn. Was heißt das jetzt für dich? Was nimmst du mit hier von der ersten Runde? Ist das ein Rennen, was dir gefällt? Was glaubst du, was könnte das mal sein? Ja gut, mir liegen insgesamt die Klassiker und das habe ich schon ein paar Mal unter Beweis bestellt jetzt, wenn ich freie Fahrt hatte und naja, ich werde mich darauf spezialisieren ein bisschen und man muss natürlich jetzt im ersten Jahr viel Erfahrung sammeln. Man macht noch viele Fehler, gerade bei den Klassikern, die man sich am Ende halt, wenn man um Sieg mitfahren möchte, sich nicht erlauben darf. Und ich denke mal, da brauche ich auf jeden Fall noch 2-3 Jahre, um zu lernen und dann können wir mal gucken, was da rauskommt. Was war das letzte Frage, was war das Wichtigste, was du jetzt hier gelernt hast? Ja gut, am Anfang habe ich ganz viele Fehler gemacht mit Positionfahren und allem drum und dran. Das ist mir jetzt schon in den letzten Rennen jetzt besser gelungen und ja, das ist, Position ist hier A und O und auch die Wegkenntnisse, die muss man, weil man kommt hier immer von links, von rechts, dann ist man wieder am gleichen Punkt und man muss genau wissen, in welchem Rennen es halt wo lang geht und ja, das ist das Wichtigste.